Ja, dann darf ich Sie zur ersten Pressekonferenz in der Saison 2016-2017 des HC Erlangen begrüßen. Wir freuen uns heute sehr, in diesem besonderen Raum der Universität Erlangen diese Pressekonferenz abhalten zu dürfen. Wir werden, also der HC Erlangen wird ab sofort eine enge Kooperation mit der FAU Erlangen-Nürnberg eingehen. Deswegen sind wir heute hier, um diese ein bisschen vorzustellen. Ich freue mich sehr, den Präsidenten der FAU heute hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr, Alexander Fackelmann hier begrüßen zu dürfen, der ja ein Alumnus der FAU ist. Unseren Geschäftsführer René Selke und last but not least unseren Neuzugang Michael Haas, der nicht nur ab dieser Saison die Fäden unseres Spiels in der Hand haben wird, sondern auch in naher Zukunft hier ein Studium anstrebt. Ich weiß, dass Herr Honegger ein Handballfan ist und auch schon ein, zwei Mal bei uns in der Halle war. Öfters. Wollte Sie mal fragen, welche Parallelen Sie denn zwischen dem HC Erlangen und Ihrer Uni sehen? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, es gibt sehr viele Parallelen zwischen dem HC Erlangen und der Friedrich-Alexander-Universität. Wir als Universität sind genauso wie der HC Erlangen mit dem Anspruch unterwegs, leistungsorientiert zu sein. Wir arbeiten auch im Wettbewerb mit anderen Universitäten und beanspruchen für uns selbst auch immer die Nase vorn zu haben. Das heißt, wir stehen ähnlich im Wettbewerb der Universitäten und der Wissenschaft wie Sie im Bereich des Sports im Wettbewerb mit Ihren Konkurrenten auf nationaler Ebene stehen und hoffentlich auch bald internationaler Ebene. Herr Fackelmann, jetzt treffen hier zwei große Multiplikatoren dieser Stadt zusammen. Was halten Sie von der Kooperation? Ich finde es hervorragend, wenn so verschiedene Werte innerhalb der Metropolregion sich da vereinen und zusammenfinden. Also zwei starke Magen, HC und die Uni. Dann aber auch die Möglichkeit eben für die Spieler eben dort zu studieren. Und das ist eine tolle Synergie und die finde ich sehr gut, wenn die herausgestellt wird. Und wenn auch noch die andere Spieler gewinnen können, die da eben dann in der Uni studieren. Und das vielleicht auch ein Grund ist, hierher zu gehen. Vielen Dank, René. Jetzt ist der HC Erlangen ja schon immer ein etwas besonderer Verein gewesen, ist immer besondere Wege gegangen. Wenn man sich die Kaderzusammenstellung anschaut, ist über die Hälfte entweder Student oder macht eine Ausbildung. Es ist ja schon eine Besonderheit im Handball-Profisport, denke ich. Also das ist, glaube ich, genau der springende Punkt. Ich denke, wir haben mittlerweile ein Leistungsniveau erreicht, wo es absolut nicht selbstverständlich ist, dass man neben dem Handball noch eine Ausbildung oder ein Studium anstrebt. Sieht man ja auch bei vielen anderen Erstligavereinen, wo fast 90-100% der Mannschaft aus Vollprofis bestehen. Da bin ich sehr froh, dass wir schon immer im Grunde genommen diesen dualen Weg gegangen sind und auch weiterhin gehen und natürlich hier auch mit dem Michael Haas jemanden haben, der nicht nur, sage ich mal, ein Nachwuchsmann ist, der nebenbei studiert, sondern wirklich ein Führungsspieler, nebenbei viele internationale Titel gewonnen hat und zeigt, dass ein Studium und eine erfolgreiche Handballkarriere sich nicht gegenseitig ausschließen und dass das in Erlangen so groß geschrieben wird, was wir ja auch als Verein massiv unterstützen, denke ich, ist wirklich eine ganz besondere Situation und macht auch diesen Verein so besonders. Danke, nee, Micha. Ich denke, du hast schon die ein oder andere Spielervorstellung in deinem Leben gemacht, aber ich denke, du warst noch nie in einer Bibliothek gesessen dafür. Was hast du denn bis jetzt von Erlangen schon mitbekommen und wie heiß bist du denn auf den morgigen Trainingsstart? Hallo erstmal auch zusammen. Ja, es ist tatsächlich heute einer meiner ersten Kontakte mit der Stadt Erlangen. Ich bin bis jetzt aber sehr begeistert. Ich habe jetzt in letzter Zeit meinen Umzug gemacht. Ja, bin jetzt natürlich heiß, dass es wieder losgeht. Wir hatten eine sehr lange Sommerpause und freue mich jetzt einfach darauf, hier mit dem HC Erlangen wieder voll durchzustarten. Wir haben große Ziele. Wir haben gerade schon gehört, international wird irgendwann angestrebt. Sehr, sehr interessant. Deswegen, ich glaube, wir haben hier große Sachen vor und da bin ich echt extrem heiß drauf. Danke, Micha. Nun ist Zeit für Ihre Fragen. Bitte kurz um Handzeichen, dann wird die junge Dame Ihnen das Mikrofon reichen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung.
Herr Haas, es war ja schon die Rede, Sie studieren. Jetzt interessiert natürlich was, wenn es wahrscheinlich nicht Informatik ist. Also ich habe in Magdeburg schon mein Bachelor in Elektrotechnik abgeschlossen und jetzt ist halt die Frage, wie es hier weitergeht. Und grundsätzlich möchte ich auch nochmal sagen, dass ich so eine Kooperation sehr, sehr gut finde, weil es hat sich im Laufe der letzten Jahre doch als sehr schwierig herausgestellt, Studium und Leistungssport miteinander zu vereinbaren. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass hier jetzt in die Richtung die Möglichkeit geschaffen wird, dass da vielleicht auch für junge Sportler bessere Voraussetzungen geschaffen werden. Gibt es weitere Fragen? Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Herr Honecker, die Zusammenarbeit seitens der Uni besteht dann ein Teil Ihres Beitrags, dass die Studienmöglichkeiten für Spieler, für Sportler vielleicht auch generell geschaffen werden, dass Studium gestreckt werden kann, wie auch immer? Genau, wir sorgen dafür, dass die Rahmenbedingungen im Studium so gestaltet sind, dass sich das mit dem Hochleistungssport und auch mit dem Zeitaufwand, den der HC Erlangen den Spielern abfordert, vereinbar ist mit dem Studium. Das heißt, wir ermöglichen die Prüfungen entsprechend zu legen und auch die Studienzeit entsprechend einzuteilen. Und was mir jetzt in dem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, Elektrotechnik bei uns zu studieren, ist auch was ganz Besonderes, denn der Wissenschaftsrat hat die Elektrotechniken in Deutschland erst vor wenigen Jahren verglichen und hier hat Erlangen also hervorragend abgeschnitten und vordere Plätze eingenommen. Insofern haben wir hier eine ideale Kombination zwischen Hochleistungssport mit höchsten Ansprüchen, aber auch einer Universität, die auch ein entsprechendes Studienangebot zur Verfügung stellt. Philipp, möchtest du noch mal? Oder? Gibt es noch Fragen? Hannes Ries, Handballwoche. Zwei Sachen wurden schon kurz angedeutet. Herr Haas, die Wohnsituation hat sich geklärt bei Ihnen? Ja, es war nicht ganz einfach. Der Wohnungsmarkt in Erlangen ist kein einfaches Pflaster, muss ich sagen. Aber ich habe da irgendwie Glück gehabt. Ich habe eine sehr schöne Wohnung gefunden und ist alles geklärt. Kann mich jetzt voll auf den Sport konzentrieren. Und ein Punkt wurde angesprochen und hat gewisses Schmunzeln hervorgerufen. Was hat Ihnen die Vereinsführung in puncto sportlichen Ziele genannt? Ich meine, wir sind ein Aufsteiger und da brauchen wir gar nicht lange rumzurätseln. Also das erste Ziel, was passieren muss, ist der Klassenerhalt. Also viel weiter soll man jetzt erstmal gar nicht denken. Dazu Minimalziel sagen. Es gibt natürlich diese Träume. Genau. Also ich muss sagen, die Meisterschaftsfeier hat mir schon gefallen. Das könnte ich mir in der ersten Liga auch sehr gut vorstellen. Wenn wir über hohe Ziele sprechen. Ja, gibt es noch Fragen? Dann danke ich sehr fürs Kommen. Wir werden jetzt selbstverständlich die Möglichkeit noch machen, Einzelfotos zu machen und Interviews. Ich danke fürs Kommen, Herr Honecker, Herr Fackelmann. Ja, ich danke vielmals. Micha und René. Und morgen ist dann Trainingsauftakt. Und ich bitte alle auch an den kommenden Freitag, 16.30 Uhr am Hugenottenplatz zu denken, wenn die Jungs dann das erste Mal der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Vielen Dank. Tschüss.